Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Heute machen wir mit der Quest weiter, Schöpfers Ende. So, begib dich nach Schöpfers Ende, oder machen wir das jetzt? Das wäre ganz schön weit weg, 1163 Meter. Ich würde sagen, weil der komische Kauz hier, der quatscht mich schon die ganze Zeit voll. Ich glaube, wir machen erstmal die Quest mit dem hier. Ich schau mal, was das für eine Quest ist. Das ist eine Nebenquest, glaube ich, oder? Nee, Aufträge. Verdorbene Zone, Tutorials, Hammer. Das Feld der Gefallenen, glaube ich, ist das. Das ist Stufe 19. Ich schau mal, ob wir das schaffen. Rede mit Erend. Wir sind aktuell Stufe 18, glaube ich, oder? Schauen wir nochmal. Aktuelle Stufe 20. Okay, müsste eigentlich funktionieren. Genau. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst mir auf jeden Fall am Ende ein Like da, einen Kommentar oder auch ein Abo. Würde mich sehr drüber freuen. Aber jetzt fangen wir auch erstmal die Quest weiter. Das Feld der Gefallenen. Eine Art Nebenquest oder sowas. Ich würde sowieso sagen, dass wir jetzt erstmal ein paar Nebenquests machen, weil wir da schon ziemlich viele ausgelassen haben. Würde ich sagen, machen wir erstmal ein paar Nebenquests. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Der Herr. Da ist er. Was hat denn der hier Schönes? Genau. Dann reden wir mal mit ihm. Erend. Was machst du ganz alleine hier draußen? Wo sind deine Männer? Ich riskiere nicht ihr Leben. Wenn ich dabei draufgehen sollte, ist es nicht so schlimm, aber nicht sie. Tut mir leid, dass du es ausbaden musstest. Oh, keine Angst. Das ist ein ganz normaler Tag für mich. Du weißt schon, Maschinen vernichten, Mörder jagen. Und was ist dann ein unnormaler Tag? Können wir loslegen? Klar. So, muss ich mir Sorgen um dich machen? Geht's dir wirklich gut? Tja, ich bin nüchtern, also nein. Wow, immerhin kannst du klar denken. Gewöhn dich nicht daran. So, was ist deiner Schwester zugestoßen? Erzähl mir, was mit Ersa passiert ist. Alle Einzelheiten. Niemand weiß es genau. Sie brach in der Nacht auf mit einigen ihrer besten Männer. Ihre besten Männer? Und dich nahm sie nicht mit? Nein, ich hatte zu viel getrunken. Vielleicht dachte sie, verdammt, ich weiß es nicht, dass ich es nicht packe. Suchtrupps fanden tags darauf ihre Leichen. Und die von ein paar Schattenkaja-Feiglingen. Es war ein Hinterhalt. Die Schattenkaja sind Tiere. Sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen kann. Es tut mir so leid, Erend. Ja, tja. Wenn ich diese Schufte finde, wird es ihnen auch leid tun. So. Der Grund für ihr Weggehen? Du hast keine Ahnung, warum sie mitten in der Nacht aufbrach? Nein. Doch es war bestimmt dringend. Eine Nachricht, Neuigkeiten über die Schattenkaja. Ich weiß nicht. Schattenkaja? Warum haben die Schattenkaja das getan? Weil sie uns hassen. Und Ersa am meisten. Zusammen mit Avad hat sie sie aus Meridian gejagt. 2 Jahre haben sie ihre Wunden geleckt. Und jetzt haben sie sich an ihr gerecht. Na okay. Gut. Zeig mir, wo Ersa fiel, und ich versuche, dir zu helfen. Dann komm, folge mir. So, okay. Wir folgen Erend. Mal schauen, wo der hingeht. Eine riesen Waffe hinten auf dem Rücken. Und wir nehmen noch Medizin mit. Was wollte Ersa bloß hier draußen? Ich weiß nicht. Wer weiß, was uns hier noch erwartet. Ist das Schattenkaja-Gebiet? Nein, sie brachen die Waffenruhe sofort, als sie in die Kluft kamen.
Ration ist voll. Sehr gut. Okay. Da hinten. Ich muss sehr vorsichtig sein. Hier sind ab und zu die komischen Krokodile im Wasser. Schnappmaul, glaube ich, heißen die. Die sind nicht zu unterschätzen. Machen böse Aua, wenn sie dich erwischen. Hier ist es. Hier war der Überfall. Unsere Soldaten haben alles abgesucht, aber vielleicht findet dein Artefakt noch einen Hinweis. Bitte. Ich muss diese Mistkerle finden. Okay. Reden wir nochmal mit ihm. Hier haben wir Ersa gefunden. Hier ist sie von diesen Teufeln erschlagen worden. Ich hätte hier mit ihr kämpfen sollen. Okay, ich suche weiter. Was ich finde. Na gut. Ich denke mal, mit unserem Fokus werden wir bestimmt irgendwas finden. Da haben wir doch schon was. Hier wurde etwas gezogen. Wurde hier jemand weggezerrt? Okay, sind auf jeden Fall blutverschmiert aus. Entdeckt? Das Blut formt eine Linie. Als ob es von etwas heruntergetropft wäre. Wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkarja das tun? Im Moment bin ich nicht mal sicher, ob die Schattenkarja dafür verantwortlich sind. Es muss so sein. Tja, die Spuren werden es zeigen. Dann schauen wir mal, ob wir was finden. Okay, Spuren haben wir markiert. Wir nehmen noch alles mit, was hier so rumliegt. Medizin. Jawohl. Okay, die Spuren führen den Berg dort hoch. Nehme ich für unterwegs mit. Jawohl. Nehmen auch alles mit. Ah, hier scheint so ein Wagen zu sein. Also das Hologramm von einem Wagen. Okay, das Lagerfeuer haben wir schon entdeckt. Aber ich werde trotzdem dort gleich speichern. Man weiß ja nie, was uns jetzt gleich erwartet. Erend ist auch schon da. Ich habe gedacht, der wartet da unten. Okay, das scheint uns da hochzuführen. Wir wollten Ersa tot sehen. Aber warum dieser Aufwand? Da steckt mehr dahinter. Und wir finden es heraus. Das sind keine Schattenkarja. Die sind von meinem Stamm, Osseram. Ist das bei euch eine normale Begrüßung? Seht mal her, Jungs! Okay, ich glaube, das war ein Hinterhalt. Boah, Alter, was ist hier los, Digga? Alter, ein bisschen Medizin nehmen. Und wir nehmen mal, ich glaube, die anderen Pfeile. Will die doch ein bisschen mehr Schaden anrichten.
keine. Ja, auf jeden Fall besser. Oh, was ist das? Headshot. Ich glaube, es ruft Maschinen her. Halt dich bereit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. What the fuck? Alter. Alter. Okay. Zwei so Viecher. Okay, ich glaube, da müssen wir jetzt irgendwie eine andere Position suchen. Oder wir probieren es mal. Was ist das? Sind die jetzt schon weg? Maschinen her. Halt dich bereit. Können wir irgendwie hier hoch? Erstmal das Gebiet anschauen. Ob wir irgendwas machen. Oh, hier ist eine Kiste. Wir werden jetzt erstmal hier was ablegen. Okay. Schwäche, okay. Wir müssten irgendwie da hochkommen. Aber wie? Wie kommen wir denn da hoch? Auch kein Weg. Kommt der hier rein oder nicht? Könnte sein, dass ich vielleicht safe bin hier drin. Schieß mal Ding gleich mal an, ja. Wahrscheinlich eine Loot-Taktik, aber ist mir scheißegal. Ob sie gehen drauf. Noch einer. Okay, ist down. Hui. Osheram, keine Schatten, Karja. Ich lag wohl mit allem völlig falsch. Wie immer. Bitte, benutze. Okay, die haben ihn anscheinend betrogen. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Schon dabei. Okay, ich würde sagen, looten aber erstmal. Genau, der hat was Lilanes dabei. Und dann schauen wir doch mal. Was sind das für Lederriemen? Riemen einer Rüstung. Mit einem Messer durchtrennt und ein Stein mit Blut daran.
Untersuche den Ort des Überfalls. Lederstücke. Diese Felsen wurden zerschmettert. Irgendwas hat diese Steine getroffen. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Anscheinend kann man etwas auf dieses Ding montieren. Schauen wir, was man da montieren kann. Vielleicht irgendeine Waffe oder sowas? Da, bei dem Stativ. Eine verbrauchte Energiezelle. So viel Blut. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Ein Massaker. Rede mit Erend. Anscheinend haben wir genug Beweise gesammelt oder gefunden. Das ist Ersas Helm. Sie starb nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei. Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ich habe eine Theorie. Aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer. Na gut. Ich glaube, die Osaram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Sie wollten etwas verbergen. Hier gibt es irgendeinen Eingang, irgendeinen Höhleneingang. Ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderem. Die Lederriemen wurden durchtrennt, als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte. Sogar Ersa. Vielleicht ist sie gekidnappt worden. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich Ersa? Liege ich falsch? Aber wenn nicht... Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe. Triff mich dort, wenn du es schaffst. Okay, Hauptquest abgeschlossen. Das Feld der Gefallenen. Oh, ein paar EP. Sehr gut. So, schauen wir uns doch mal die nächste Quest. Müssen wir uns mit Erend treffen? Ich würde sagen, wir porten mal. Weil ich habe jetzt den Schnellport freigeschaltet. Also das goldene Port oder das goldene Rucksack oder irgendwie so heißt es. Jetzt brauche ich keine Ressourcen mehr dafür. Okay.
Wir speichern. Und gehen zum Sonnenpalast ins Grenzgebiet. Muss ich jetzt hier lang? Da lang? Irgendwo? Irgendwie? Okay, dann gehen wir mal hier lang. Eine weitere Frau bahnt sich in der Jägerloge ihren Weg an die Spitze. Schau mal, was Ehren zu sagen habt. Ob er seine Schwester wiederkanntet oder nicht? Ich glaube, sie ist gekidnappt worden. Und dass es alles hier eine Intrige ist gegen ihn. Vielleicht hat irgendwie ein anderer hier, will die Position einnehmen oder sowas. Keine Ahnung. Weil die Ezra war ja der Anführer von den Trupps hier. Oder seine Schwester Ezra. Ich habe letzte Nacht zwei wegen Ordnungswidrigkeiten festgenommen. Du willst gar nicht wissen, was sie getan haben. Okay, das scheint der Sonnenpalast zu sein. Ich hoffe mal, dass wir jetzt da vorbeikommen. Aber das werden sie nicht vorbeilassen. Niemand kommt ohne eine Einladung in den Palast. Rede mit Marat. Marat. Hallo, Aloy. Ich bin der tadellose Marat. Bitte komm mit mir. Es geht um eine wichtige Konsultation. Wie meinst du das? Wo ist Erend? Er ist drinnen, beim Sonnenkönig. Wohin wir auch unverzüglich gehen sollten. Folge mir bitte. Okay. All diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Ja. Und alle wollen ihn um etwas bitten. Unschön, aber das ist Politik. Der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen. Ja, dann lass mal. Maschinenreiterin mit dem guten Auge. Hättest du noch vorher schon reinlassen können? Ich will niemanden faszinieren. Zu spät. Erst kriegen Osseram Sonderrechte und jetzt... Na, guck mal hier, die stehen schon an. Und wir gehen einfach vorbei. Eine Fremde ist vor mir dran. Inakzeptabel. Ich stehe hier schon zwei Stunden und dieser Mord... Tja, PG würde ich sagen. Pech gehabt. Ignoriere sie. Adlige sind wie Kinder, die quengeln, wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen. Alles klar, das machen wir doch. Wie ist der Sonnenkönig so? Wichtig ist, wie er nicht ist. Wie sein Vater. Und der Sonnenkönig soll ja ein richtiger Tyrann gewesen sein. Also der vorherige Sonnenkönig. So, jetzt ist der Sonnenkönig. Denora, Seherin des Verborgenen. Willkommen. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Erend, berichte bitte. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Aloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist. Und ich lasse sie nicht im Stich. Wir wissen nur, dass sie weg ist, nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwal. Unmöglich. Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung. Er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum. Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Er wartet auf Anweisungen von uns. Auf dem Marktplatz in Scheuerfeld. Wenn ich Truppen an die Grenze schicke, provoziert das die Osseram. Vielleicht ein paar Gardesoldaten. Und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora. Klar. Da sind wir dabei. Marat, lasst mich das mit ihr allein besprechen. Ich hasse es, dir noch etwas aufzubürden, doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich. Okay, Fragen über das Khajad-Sonnenreich. Tun wir uns mal ein bisschen durchswitchen hier? Ich habe eine Frage zum Sonnenreich und zu eurer Politik. Bitte sehr. Man nennt euch einen Sonnengott, der seinen Vater erschlug, um den Stämmen Frieden zu bringen. Stimmt das denn? Es heißt, du siehst das Unsichtbare, teilst fliegende Pfeile in zwei Hälften und kannst Maschinen zähmen. Wie viel stimmt denn davon? Es kommt schon so hin. Tja, ich möchte den Stämmen gern Frieden bringen, aber du hast die vielen Bittsteller ja gesehen. Vielleicht nächste Woche. Der Palast. Recht nett habt ihr es hier.
Man sieht beinahe die kleinen Leute unten am Berg. Es gefällt dir nicht? Dann kann ich dir sagen, mir auch nicht. Ja, man muss Geduld haben. Die Veränderung braucht ihre Zeit. Aber wird sie je kommen, wenn man im Palästen lebt? Vielleicht. Irgendwann. Wenn Leute wie du mich dabei unterstützen. Ja, da macht man ganz, guten Eindruck, sage ich mal. Also ich glaube jetzt nicht, dass er falsch ist. Also bis jetzt. Mal schauen, was da noch so kommt. Karcher und Oseram. Eure Politik erscheint sehr kompliziert. Die Oseram sind Freund und Feind zugleich? Ich hätte Meridian nicht befreien können ohne die Hilfe von Arsa und ihren Freibeutern. Viele von ihnen leben jetzt hier. Ja, doch die Präfekten der Oseram-Klane im Anrecht neiden ihnen jetzt ihre Erfolge. Wie auch viele Karja-Adlige. Tja, es ist eine heikle Situation. Insbesondere, weil mein Vater die Oseram jahrelang beraubt hat. Arsa hält den Frieden. Sie verspricht, dass alle profitieren können. Doch manche, wie Derval, nähren immer weiter ihren Hass. Was wisst ihr über diese Schatten, Karja? Was haben sie mit Arsa zu tun? Es sind Anhänger von Vaters Regime. Sie harren in der Festung Sonnenfall aus, im Westen. Wie ihm geht es ihnen nur um die Herrschaft. Sie vergießen Blut im Namen der Sonne, um aus ihr Kraft zu schöpfen. Arsa ist ihre Feindin, also hielt man sie sofort für die Schuldigen. Derval war das klar. Das war sein Plan. Okay. Und wer genau ist Derval? Um Derval zu verstehen, musst du meinen Vater verstehen. Er hielt sich wirklich für einen Sonnengott. Sein Geist war verwirrt. Er hielt Blutopfer für die Lösung von, tja, einfach allem. Er suchte sich Opfer bei anderen Stämmen, besonders bei den Oseram. Derval schlug zurück. Er baute starke Waffen und rüstete sein Volk. Mein Vater reagierte mit furchtbarer Grausamkeit. Er entführte Dervals Frau und Tochter und opferte sie im Sonnenring. Okay. Arsa scheint euch sehr viel zu bedeuten. Ohne ihre Oseram-Garde hätte ich Meridian niemals befreien und meinen brutalen Vater stürzen können. Seitdem ist es schwierig, den Frieden zwischen unseren Stämmen zu halten, aber Arsa schafft es, ihr Volk davon zu überzeugen. Du siehst, ich brauche sie hier, an meiner Seite. Und das schnell. Wieso nimmt Derval so viel auf sich, um Arsa zu entführen? Dass er Krieg führen kann? Er fühlte sich betrogen. Sie kämpfte an seiner Seite, bis sie begriff, dass er Meridian komplett auslöschen wollte. Da kam sie zu mir. Wir konnten ihn stoppen und befreiten die Stadt von meinem Vater. Seit diesem Tag versucht Derval, sich dafür zu rächen. Und tut das meist an Oseram, die mit uns kämpfen. Er hat sich so viele mächtige Feinde gemacht, dass ich ihn längst für tot hielt. Ich lag falsch. Okay. Ich muss jetzt weiter. Ich weiß. Nun, Könige sollten niemals betteln. Aber bitte, suche nach Arsa. Wer sagt das? Marat zum Beispiel. Wende dich jederzeit an ihn oder Erend, wenn du noch Fragen hast. Okay, Leute, ich würde sagen, diese Quest schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, wie es dann da weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like, einen Kommentar oder auch ein Abo da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, weil ihr wisst ja, Support und so ist niemals schlecht. Und ansonsten, genau, würde ich sagen, schaltet wieder ein, bleibt dran. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.